Ja, ich bin der Niklas Stehlin, bin 19 Jahre alt und bin im zentralen defensiven Mittelfeld zu Hause. Ja, also ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Ich habe hier das Gefühl bekommen, unbedingt gewollt zu sein und auch die Philosophie spricht mir sehr zu und alles in allem habe ich mich deshalb für Unterhaching entschieden. Also ich bin im Trainingslager dazugestoßen. Ja, war direkt sehr positiv, wurde sehr gut aufgenommen von den Mitspielern, von den Trainern und deshalb war der erste Eindruck sehr positiv. Mein Saisonziel ist, so viel Spielzeit wie möglich zu sammeln, den nächsten Schritt im Herrenbereich zu gehen und ja, auf viele Spielminuten zu kommen. Ich habe jetzt einen Spitznamen bekommen, man nennt mich hier in der Mannschaft Nick und ja. Ja, da würde ich die Torwartposition auswählen. gerne zusammenspielen würde ich mit Bastian Schweinsteiger. Das bleibt mir wahrscheinlich verwehrt. Das ist mein langjähriges Idol. Ja, aber wenn ich mir jemanden aussuchen könnte, dann wäre es Bastian Schweinsteiger. Die beste Stadion, das ist eine gute Frage. So viele Würste habe ich schon nicht gegessen in den Stadien. Ich denke aber mal, hier in Haching wird die Wurst am besten sein. Ich schaue sehr gerne Basketball noch, NBA, aber auch Eishockey. Die Sportarten interessieren mich schon noch. Mein bisher schönstes Tor, das ist länger her. Ich glaube, das war bei meiner letzten Station noch in der A-Jugend im Ligaspiel gegen Osnabrück, ein Weitschusstor. Ein Traumreiseziel habe ich jetzt explizit nicht. Es gibt viele Städte, die ich gerne besuchen würde. Und dann schaue ich mal, dass ich in den nächsten Jahren da mal vorbeischaue. Eine Lieblingsserie habe ich, ja, das ist Prison Break. Ich spiele lieber Poker. Schafkopf habe ich jetzt erst erklärt bekommen, da kenne ich die Regeln noch nicht so gut. mein unangenehmster Gegenspieler war bis jetzt Emil Forsberg und Katze. Im Zweikampf jetzt in den Trainingseinheiten hat man das schon gemerkt, dass er sehr robust in den Zweikämpfen ist. Der beste Fußballer der Welt ist für mich Lionel Messi, obwohl ich Cristiano Ronaldo Sympathisant bin. Eigentlich nicht, nein.